Herzlich willkommen, weiteres Video von Savage Scooters. Tja, da haben wir uns wieder was eingehandelt. Ne? Heute besprechen wir das neue Projekt. Was ist passiert? Ich habe mir einen Roller gekauft. Und wie das immer so ist, die Sachen eskalieren immer ganz furchtbar. Ich erkläre euch dazu jetzt im Video. Ich würde sagen, wir fangen mit dem kleinen Pörnchen an und dann zeige ich euch mal, was ich mir gekauft habe. Also, was ist passiert? Ich bekam einen Anruf von meinem Freund, dem Arne. Arne hat gesagt, du, pass mal auf, ich habe einen Roller zu viel. Und ist eigentlich schon seltsam, dass jemand sagt, er hätte einen Roller zu viel, aber er hat wirklich einen Roller zu viel. Warum hat er einen Roller zu viel? Arne hat sich vor, lass mich nicht lügen, ich glaube 6 oder 7 Jahren von mir die Charlotte gekauft. Ich gucke mal, ob ich ein Bild finde. Wenn ich ein Bild finde, blende ich euch das jetzt ein. Das jedenfalls ist die Charlotte und Charlotte ist eine der ersten gebauten PX gewesen von 1979, die 881. PX, die gebaut wurde. Und das ist auch eine deutsche Erstzulassung. Die hat Matching Numbers, also Motor und Fahrgestell passen zusammen. Die hatte ich damals aus Köln bekommen von einem Rentner, erster Hand. War eine ganz witzige Geschichte. Der sagte noch beim Verkauf zu mir, sei nett zu ihr. Er hätte noch Fotos von seiner 40-jährigen Tochter, die auf diesem Roller als Kind gespielt hat. Also da hingen viele Emotionen dran, aber nichtsdestotrotz, der Roller war völlig gar und den habe ich dann restauriert und wieder ins Leben geholt. Neuer Motor bekommen, der hatte 25, 26 mhr PS. Ich gucke mal, ob ich das Diagramm noch finde, blende ich euch ein. Und da haben wir den ganzen Roller auf links gezogen. Restauriert, Motor neu gemacht, Bremse gemacht, Scheibenbremse vorne montiert und so weiter und so fort. Der ist wirklich sehr, sehr schön geworden, hatte dann die Patina. Ja, und den hat er bekommen. Zu dem Roller muss ich noch Folgendes sagen. Das war der Roller, womit ich die ganzen SI-Vergaser-Tests gemacht habe. Also das war so mein Testobjekt. Und der Motor läuft seit 2017 ungeöffnet, heute noch mit einem Rechtsausleger, mit einem Reso-Auspuff und einem 26er SI. Und einem Malossi MHR. Arne sagte, ich habe den Roller zu viel, ich brauche den nicht mehr. Warum? Weil ich außer mit der Charlotte mit nichts mehr anderem fahre. Magst du den Roller haben? Habe ich gesagt, ja, gut. Also bin ich hingefahren, habe mir den Roller angeguckt, habe gesagt, okay, den nehme ich. Das ist eine PX. Baujahr weiß ich jetzt gerade nicht aus dem Kopf. Aber das Interessante an dem Roller ist, da ist ein Malossi Alt drauf. Den der Jörg Pien, ich glaube 2016 für mich gefräst hat. Und zwar ist das ein Malossi Alt, der extrem aufgerissen ist. Also alles, was geht, der ist quasi Stehbolzenheizung. Ne? Also den haben wir komplett aufgerissen, weil damals gab es gerade erst den Malossi Sport. Und wir haben dann gesagt, okay, wir haben ja noch einen sehr, sehr guten alten, der war nämlich so gut wie ungebraucht und dann haben wir den alten Malossi aufgerissen und haben den aufgefräst, damals musste er noch viel fräsen, um 20 PS zu kriegen. Der Motor war allerdings noch nie auf dem Prüfstand, der ist zusammengebaut, den muss ich noch abstimmen und da werde ich aber ein separates Video zu machen, was so Malossi alt im entsprechend gefrästen Zustand zu leisten imstande ist. Das machen wir aber separat. Heute sprechen wir über den Roller hier und was wir vorhaben. Was wir vorhaben ist wie folgt, also der Roller ist relativ original, bis auf den Motor, der gemacht ist, ist ein T5-Kotflügel drauf, der ist mal als Ersatz gekommen, weil der alte durchgegammelt war oder was auch immer.
Der ist nicht der schönste. Warum will ich den Roller haben? Der soll bei mir ins Wohnmobil hinten rein, dass wenn wir irgendwo hin in Urlaub fahren, dass ich den immer rausziehen kann, dass wir vor Ort, wenn wir vor Ort sind, einfach quasi auf das Ding draufspringen können und überall hinfahren, wo wir wollen. Jetzt hat meine Frau gerade was gesagt, was natürlich sehr clever ist. Ich habe mir eine neue Sitzbank besorgt, nämlich die hier. Und da komme ich auch gleich zu dem Punkt, das ist ein absolutes Highlight. Das ist nämlich diese Sitzbank. Und zwar ist die jetzt brandneu beim Scooter Center zu bekommen. Das ist eine Sitzbank, die gab es mal in den 80ern, 90ern. Da war die vom Markt lange verschwunden und das Scooter Center hat die jetzt wieder im Programm. Die haben die neu aufgelegt. Ich blende euch diese Sitzbank jetzt mal ein. Also Bestellnummer und den Namen der Sitzbank. Ich glaube, die Sitzbank heißt TSA, whatever. Ich kenne das Design noch, allerdings von früher. Mir war gar nicht klar, dass es die gar nicht mehr gab. Jetzt gibt es sie auf jeden Fall wieder und das Schöne ist, die passt halt so schön auf die PX drauf und das Heck, wenn du mal, meine Frau steht heute an der Kamera, wenn du mal hier diesen Bereich filmst, dieser Bereich schließt halt hier hinten mit dem Heck schön ab. Es ist eine Monositzbank und da sagte meine Frau gerade, ist natürlich total schwachsinnig, wenn du jetzt eine Monositzbank drauf montierst und wir damit zu zweit fahren wollen. Das ist ein Argument, was echt gerade, wo ich nicht dran gedacht habe. Ich fand die Sitzbank aber so geil, dass ich sie mir mitgenommen habe. Die ist ab jetzt, wie gesagt, im Scooter Center zu bekommen. Ich finde sie super geil. Natürlich wieder mit dem traditionellen Magnetverschluss und in der bekannten BGM-Qualität. Dazu will ich nämlich noch Folgendes sagen. Du hattest ja auf dem Roller die BGM-Sitzbank mit dem Doppelsitzer, die flache. Die haben wir 4 Jahre gefahren. Die Sitzbank hat gar nichts. Also tausende von Kilometern, da geht keine Naht auf, da ist nichts durchgescheuert. Die Qualität der Sitzbänke ist wirklich, wirklich gut. Und da wird die wahrscheinlich auch kein Problem mit haben. Also, die Sitzbank soll draufkommen. Was bedeutet, dass ich dann, wenn wir in den Urlaub fahren, wieder auf die hier umbauen muss, damit du auch mitfahren kannst. Sonst wäre das blöd, wenn ich im Winter im Wohnmobil einen Roller habe, wo ich nur alleine drauf fahren kann. So. Das nächste, was wir haben, ist Folgendes. Und zwar haben wir hier eine Bremsscheibengabel. Die hat es sehr, sehr lange nicht gegeben. Warum hat sie nicht gegeben? Die Firma LML ist, wie ihr wisst, pleite gegangen. Die Firma LML ist pleite gegangen und die Firma LML war diejenige, die diese Gabeln halt noch produziert hat. Und das Scooter Center hat lange versucht, diese Gabel wieder zu bekommen, beziehungsweise sie ausfindig zu machen, wo man sie kriegen kann. Und der alte Hersteller der LML-Gabeln, der hat sich vom Scooter Center breitklopfen lassen und hat gesagt, wenn dafür noch ein Markt ist und ihr nehmt uns die Gabel ab, dann, ja, dann produzieren wir die wieder für euch. Und ich bin so froh, dass das Scooter Center diese Gabeln wieder ausgegraben hat oder neu produzieren lässt. So, und auch noch von dem gleichen Hersteller, was bedeutet, diese Gabeln haben die gleiche Qualität wie die LML-Gabeln und die waren tatsächlich nicht schlecht oder die waren genauso gut wie die Piaggio-Gabeln. Und du musst jetzt nicht eine Lusso-Gabel umbauen auf eine Grimeca-Bremse, weil die Grimeca-Bremse ist so teuer geworden, dass es im Grunde völlig unattraktiv ist, die Grimeca-Bremse zu kaufen und nicht diese LML-Gabel. Wie ihr seht, ja, ist alles dran, was ihr braucht. Das Einzige, was ihr kaufen müsst, ist das Lenkkopflager unten und das Lenkkopflager oben, wenn ihr die Gabel tauscht. Ihr müsst dann allerdings auch darauf achten, dass ihr das Lenkkopflager mit der Staubschutzplatte kauft, weil die Staubschutzplatte ist hier nicht drauf. Den Dämpfer, den werde ich austauschen. Den habe ich natürlich jetzt in der Werkstatt liegen. Hier kommt ein BGM Sportstoßdämpfer rein. Ich blende euch den jetzt mal ein. So, hier haben wir jetzt mal einen ganz kurzen Cut. Ich stehe nämlich vor meinem Kellerabgang. Ich muss euch noch was zu dem Dämpfer sagen. Das ist der niegelnagelneue Dämpfer von BGM. Das ist der Sportdämpfer für die PX in Originallänge. Und das Schöne daran ist, den könnt ihr in der Höhe nochmal verstellen. Das heißt, ihr habt hier die Möglichkeit, mit dem unteren Konterring die Höhe des Dämpfers nochmal zu verstellen. Das heißt, die Fahrhöhe der Vorderrad-Situation ein bisschen anzupassen. Das heißt, ein bisschen reinzudrehen. Da solltet ihr aber nicht zu tief drehen. Auch wegen der Federrate von dem Dämpfer. Nicht, dass ihr dann auf Block schlagt. Das Schöne an dem Dämpfer ist, der ist silber mit schwarzer Feder. Also ihr seht, da hat BGM jetzt nochmal im Design nachgelegt. Den möchte ich euch auch nochmal ans Herz legen. Um ein Vielfaches besser als das Originalfahrwerk. Über jeden Zweifel erhaben. Auch für Leute unserer Gewichtsklasse, also meiner Gewichtsklasse, so um die 100 Kilo oder mehr.
bietet sich dieser Dämpfer an. Also ich auch hier nochmal in die Infobox unten rein den Link zu dem Stoßdämpfer und den kann ich euch tatsächlich nur ans Herz legen. So, und jetzt machen wir an einer anderen Stelle wieder weiter. Geht raus, weil das ist der Originale und ich, naja, sag mal so, wenn du so 20 PS fährst und eine Scheibenbremse fährst, dann sollte der Dämpfer eine ähnlich gute Performance haben wie die Scheibenbremse. Und das ist der Originaldämpfer. Der reicht, wenn du 1:1 tauschen willst, Gabel, Original gegen die Gabel und ja, kein großes Motortuning hast. Was bedeutet, diese Gabel kommt rein, die werden wir 1:1 tauschen, anderer Stoßdämpfer, dann werden wir noch einen Bremspumpenhalter montieren. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, was wir für einen Bremspumpenhalter nehmen. Ihr könnt mal Folgendes machen, wenn ihr Bock habt, dass ich diesen Umbau von der Bremsgabel dokumentiere, also das heißt, wenn ich darüber ein Video mache, was alles dazugehört, was für Bauteile dazugehören und wie man den Umbau macht, dann schreibt mir das mal bitte in die Kommentare, ob ihr das sehen wollt. Die meisten von euch werden es eh wahrscheinlich wissen, wie man es macht, aber es wird auch wahrscheinlich der ein oder andere sein, der keine Ahnung hat, wie man das macht. Dann würde ich das ein bisschen dokumentieren und euch ein bisschen erzählen und erklären. Auch vor allen Dingen, wie man die Stoßdämpfer tauscht und worauf man achten muss, wenn man den Stoßdämpfer wechselt. Worauf besonders zu achten ist, zum Beispiel, wenn man die Gabeln kürzt, wo man am besten die Bremsleitungen durchführt und so weiter und so fort. Hier sind noch ein paar Löcher. Ich mache das ein bisschen anders. Das würde ich dann alles erklären. Also schreibt mal bitte in die Kommentare, ob ihr den Umbau der Bremsscheibengabel sehen wollt. So, also, das heißt, das Projekt hat jetzt begonnen. Der nächste Punkt, den ihr machen könnt, ihr könnt mal in die Kommentare schreiben. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie ich dieses Projekt nennen soll. Also Projekt, ihr wisst ja, Projekte haben ja bei mir immer einen Namen. Ich habe keine Ahnung, wie ich das Projekt nennen soll. Den Roller habt ihr ja vorhin in Pörnchen gesehen. Schreibt mal in die Kommentare, was euch für Projektnamen einfallen, wie man das Ding nennen könnte. Ich habe keine Ahnung. Also da bin ich auf die interessantesten ja, Möglichkeiten gespannt, die ihr so niederschreibt, was ihr da glaubt, wie man das Ding nennen könnte. Ja, so, wenn dann die Bremse umgebaut ist, wenn dann der Stoßdämpfer umgebaut ist und wenn die Sitzbank umgebaut ist, dann werde ich mich um den Motor kümmern, dann werde ich den Motor abdüsen und auf Leistung trimmen. Wir werden eine Vorermessung machen und eine Nachermessung machen und dann werden wir mal gucken, zu was dieser Malossi alt, gefräst von meinem lieben Jörg Pien, in der Lage ist zu leisten. Ja, das ist das neue Projekt. Ihr seht, es ist ja immer irgendwas. Ne? Also du kannst tun und lassen, was du willst. Irgendwie kommst du immer zum Roller. Da konnte ich jetzt auch nicht Nein sagen. Preis-Leistung haben gestimmt. Da nochmal lieben Dank an dich, Arne, dass du mir den Roller verkauft hast. Und wir werden mal gucken, was wir daraus machen. Er ist nicht der schönste. Das muss er auch nicht sein. Es wird auch kein Custom-Projekt oder so. Der wird auch... Naja gut, ich verspreche mal nicht so viel, aber mein Plan ist es, ihn nicht zu lackieren, weil er halt ins Wohnmobil soll und er soll so eine Daily-Schlampe werden. Ich habe ihm ein böses Wort gesagt. Der soll auf jeden Fall so ein Daily werden, womit man dann halt im Urlaub rumcruisen kann und wenn man hier unterwegs ist zu Hause. Wenn man keine Lust hat, den 45 PS Cooler aus der Garage zu holen, dann fährt man halt hier mit. So sieht das aus. Ich kann euch gerne nochmal den Motor zeigen. Es ist also nichts Weltbewegendes. Ich komme mal eben rum. Wie ihr seht, ist hier noch eine Qtronic verbaut. Ganz stinknormaler SI-Motor. Malossi, alt, 60er Welle wird drin sein. Nichts dramatisch. Ich weiß noch nicht mal, welche Kupplung da drin ist. Auspuff habe ich auch keine Ahnung, was drunter ist. Wir gucken uns das mal an, was dabei so rauskommt. Aber ihr seht, ne, der hat hier ein bisschen Rost, der hat ein bisschen Patina, der wurde irgendwie mal übergejaucht. Also, der Roller sieht jetzt nicht so unfassbar genial aus. Aber das ist auch im Grunde scheißegal. Es ist im Grunde auch scheißegal, weil er soll einfach einem Zweck dienen, nämlich er soll ins Wohnmobil. Und da muss so ein Ding nicht gut aussehen, da muss er fahren. Ja, also, das Projekt beginnt. Eigentlich nur Sitzbank und Scheibenbremse. Ich schreibe auch gerne mal was zu den Kosten, versucht das mal ein bisschen aufzudröseln, damit ihr wisst, was das für euch bedeuten könnte. Tut der Arm weh? Ich sehe noch wieder schmerzverzerrte Gesicht. Ich schreibe euch mal ein bisschen die Preise dazu, was am Ende des Tages so ein Bremsumbau gekostet hat, wo wir uns da befinden. Alle Links, alles was ihr braucht, ist unten in der Videobeschreibung. Ich sag mal, ich freue mich auf das neue Projekt.
Ich weiß, dass es wahrscheinlich schon wieder eskalieren wird, ohne dass ich genau weiß, was passieren wird, aber es wird so sein, wie es immer ist. Du musst mich ein bisschen abhalten, liebe Frau. Ja? Wir gucken mal. Also, fangen wir an. Ihr wisst jetzt, was losgeht. Schreibt in die Kommentare. Wenn euch das gefallen hat, das Video, dann Daumen nach oben, lasst ein Like da, lasst einen netten Kommentar da. Ein Abo wäre cool. Und dann würde ich sagen, falls ihr uns oder falls ihr rausgeht, fallt nicht in Schnee und bleibt hässlich. Bis dann. Tschüss.